Hallo zusammen, ich heiße Margot. Tiere sind oft nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft aus Schwierigkeiten zu befreien. Zum Glück gibt es Menschen, die sich um ihr Schicksal kümmern. Es sind diese Menschen, die den Tieren Hoffnung geben und ihnen Leben und Freude einhauchen. Hier sind 10 spannende Fälle von Tieren. Los geht's! Im Winter haben es Tiere besonders schwer. Auf Jamal zum Beispiel ist ein Hund in einer Schneeverwehung erstarrt. Er konnte sich nicht allein aus den Eisfesseln befreien. Glücklicherweise bemerkten es die Schichtarbeiter und eilten zur Hilfe. Die Männer brachen den gefrorenen Schnee vorsichtig mit einer Axt auf und holten den Welpen heraus. Das arme Ding verstand, dass diese Menschen seine einzige Überlebenschance waren und hatte deshalb keine Angst vor ihnen. Der Welpe war nicht verletzt und die Pfoten waren nicht erfroren. So endete alles sehr gut für ihn. Fürsorgliche Menschen fanden auf ihrem Hof einen Fuchs, dessen Kopf im Rad feststeckte, direkt in der Radscheibe. Sie brachten ihn in das Krankenhaus der Wildlife Aid, wo sie wilden Tieren helfen. Es scheint, dass es nur einen Ausweg gibt, das Rad durchzuschneiden, aber sie beschlossen, es anders zu versuchen. Dem Fuchs wurde ein Schlafmittel verabreicht, damit er nicht zuckt und nervös wird. Die Retter wollten so etwas wie ein Rohr herstellen, mit dem man den Kopf des Fuchses herausziehen konnte. Das würde den gesamten Vorgang erleichtern und die Verletzungsgefahr für das Tier verringern. Sie machten eine Röhre aus laminiertem Papier und platzierten sie so, dass sie zwischen der Scheibe und dem Kopf lag. Sie rutschte gut und nach einigen Minuten Arbeit wurde der Fuchs freigelassen. Die Retter behielten den Kleinen bei sich, damit er sich vollständig erholen konnte. Eines Tages kamen junge Leute an einem Brunnen vorbei und hörten einen starken Schrei. Als sie hineinschauten, sahen sie einen kleinen Welpen, der darum kämpfte, herauszukommen. Er konnte sich kaum noch über Wasser halten. In dem Brunnen war Müll, der ihn vor dem Ertrinken bewahrte. Die Leute riefen sofort den Tierrettungsdienst Animal Aid an. Das Rettungsteam traf schnell ein. Als sie aus dem Auto ausstiegen, hörten sie aus dem Brunnen die verzweifelten Schreie des Schmerzes und der Angst. Der Welpe hätte sich nicht mehr lange über Wasser halten können und wäre ertrunken. Einer der Retter wurde in den Brunnen hinabgelassen und er zog den armen Welpen aus dem Wasser. Das Baby verstand, dass es gerettet werden sollte, also leistete es überhaupt keinen Widerstand. Es war verängstigt, aber sehr glücklich über die Menschen, die ihm das Leben gerettet haben. Ich hoffe, dass der Welpe ein neues Zuhause finden und sich nicht mehr in solchen Situationen befinden wird. Vögel finden sich oft in Fallen und verschiedenen Situationen wieder, die ihr Leben bedrohen. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das Leben eines kleinen Vogels genauso wichtig ist wie das Leben eines jeden von uns. Manchmal brauchen sie wirklich unsere Hilfe. In der Stadt Ulan-Ude erschien eine Blaumeise hinter dem Glas eines Schaufensters. Das fürsorgliche Mädchen rief die Retter Roman und Alexander vom Sender It's No Secret TV an. Natürlich gingen sie sofort los, um zu helfen. Die Ladenverwaltung wollte nicht besonders hilfreich sein und sagte, es sei nur ein Vogel und es sei in Ordnung, wenn er dort sterben würde. Aber am Ende durften die Männer das arme Ding retten. Sie schraubten die Platte ab, auf der sich der Vogel befand, und fingen ihn. Und dann ließen sie ihn wieder frei. Ein kleiner, dünner Hund brach sich das Hinterbein und während er auf 3 Beinen sprang, rutschte er am Rand eines schlammigen Klärgrubengrabens aus und fiel ins Wasser. Der Graben war sehr klein und es gab eine Menge Müll, aber jede Bewegung des armen Hundes zog ihn nur tiefer hinein und er konnte nicht mehr herauskommen. Die Passanten, die ihn sahen, riefen die Retter des Vereins Animal Aid zu Hilfe für obdachlose Tiere. Einer der Retter zog den Hund vorsichtig aus dem Graben und er wurde zum Auto getragen. Das gebrochene Bein sah schrecklich aus. Die Wunde infizierte sich und das schmutzige Wasser verursachte eine Entzündung. Das arme Ding war kalt und stand unter Schock. Sein Herz schlug kaum. Das Veterinärzentrum sagte, dass es notwendig sei, das Bein zu amputieren, damit sich die Infektion nicht weiter ausbreitet. Es gelang dem Hund, sich einer Operation zu unterziehen und sich danach schnell zu erholen. Der Hund fühlte sich großartig, war zufrieden und wedelte mit dem Schwanz. Phönix, wie er genannt wurde, konnte auf seinen 3 Beinen fast so gut laufen wie auf 4. Er liebt es zu lecken und zu kuscheln, als ob er den Menschen für seine Rettung danken wollte.
Ein armer Waschbär wurde von einem Baum eingequetscht, der während eines starken Hurricanes umgestürzt war. Zum Glück fuhren Menschen durch diesen Wald. Sie ließen das Tier nicht im Stich und begannen, es aus seiner schwierigen Lage zu retten. Die Männer nutzten einen Mechanismus, um den Baum so weit wie möglich anzuheben. Aber das Tier war ziemlich fest und sogar noch tiefer gefangen. Außerdem ist es kein so kleines Tier, dass es leicht herausspringen könnte. Sie zogen dem Waschbärenbaby eine Jacke an, damit es nicht nervös wird, und begannen zu graben. Und dann war es frei. Sieh nur, wie schnell er weglief und auf einen Baum kletterte. Glücklicherweise hat er sich also nicht verletzt. Ein Hund lief die Straße entlang. Sein Kopf war sehr geschwollen. Er war völlig desorientiert. Ein Freiwilliger der indischen Organisation Animal Aid fütterte ihn und versuchte, ihn zu streicheln. Aber das arme Mädchen hatte Angst davor, berührt zu werden, wie vor einem Feuer. Es brauchte dringend medizinische Hilfe. Der Hund wurde eingefangen und in ein Veterinärzentrum gebracht. Die Ärzte begannen sofort mit der Behandlung, denn es gab keine Zeit für eine Verzögerung. IVS, Injektion und Behandlung für die schreckliche Wunde an seinem Hals, die die Ursache für solche Tumore waren. Die Wunde war von Parasiten befallen. Wenige Tage nach der Operation fühlte sie sich viel besser und konnte essen. Sie wurde mehr als einen Monat lang gepflegt und erhielt den Namen Pauline. Der Hund ist zu einer wahren Schönheit geworden, die gerne spielt und Spaß hat. Das ist ein wahres Wunder. Eine Frau fand einen Igel, der in einem Loch in ihrem Hof steckte, und rief den Rettungsdienst für Wildtiere an. Offenbar lief der Igel im Garten herum und fiel in ein Loch in der Nähe des Hauses. Das verängstigte Tier kroch den Tunnel hinauf, aber es traf den Sockel des Hauses und die Stacheln erlaubten ihm nicht zurückzugehen. Zuerst zerlegte der Retter die Platten, die über dem Tier lagen, grub dann den Boden aus, in dem der Kleine steckte, und zog es mit einer speziellen Zange heraus. Die Grube wurde geschlossen und der Igel wurde auf das Gras gelassen. Er knurrte sanft und verschwand im Blumenbeet. Dieses arme Kätzchen fiel in einen tiefen Brunnen. Freiwillige Helfer des Blauen Kreuzes, einer indischen Tierschutzorganisation, eilten ihm zur Hilfe. Einer der Männer ging hinunter zum Brunnen, um das arme kleine Kätzchen zu holen. Das verängstigte Kätzchen begann, die Wände des Brunnens zu erklimmen. Es wollte wirklich leben. Der Freiwillige fing es in einem Netz und die Katze wurde hochgezogen. Sie war zweifellos froh, gerettet zu werden und rannte so schnell sie konnte von diesem schrecklichen Ort weg. Rehe bleiben oft zwischen den Gitterstäben von Zäunen stecken. Vielleicht hat sich dieses Jungtier verlaufen oder war auf Nahrungssuche. Die Besitzer des Hauses, in dem dieser Hirsch festgesteckt hat, riefen die Freiwilligen an, die sich für die Rettung von Wildtieren engagieren. Um zu verhindern, dass sich das Tier bei den Zuckungen verletzt und um das Durchquetschen zu erleichtern, verwendeten die Retter Aluminiumbleche. Sie wurden zwischen die Gitterstäbe und das Reh auf beiden Seiten gelegt. So konnte das Tier leicht gerettet werden. Dann lief das Rehkitz weg. Geht man an einem leidenden Tier vorbei, beraubt man es der letzten Chance auf Erlösung. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn du Tiere liebst und ihrem Schicksal nicht gleichgültig gegenüberstehst. Teile dieses Video, damit Fürsorge, Freundlichkeit und Liebe für die kleinen pelzigen Geschöpfe endlich ein Teil des Lebens eines jeden Menschen werden. Margot war heute hier bei dir. Abonnier den Kanal, wir haben viele interessante Videos.